Für alle Cosplayer, willkommen zur Show, zur Star Wars Show. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich kann man auch in einem Cosplay-Kostüm agieren. Wir begrüßen alle total und recht herzlich. Kylo Ren ist da, Reven ist da, mein einer ist da. Yeah! Für alle Cosplayer, Kostümträger, total und recht herzlich willkommen zur Show. Jeder Cosplay-Träger weiß, welche Mühe das macht, in so eine Kluft zu springen, sich zu demaskieren. Ja, Star Wars. Star Wars, frage ich mich manchmal auch, wer hat eigentlich die ganzen Kostüme erfunden? Das hier war jetzt ein kleiner Vorgeschmack, das hat nichts mit Halloween zu tun, sondern wirklich was mit Star Wars. Ja, wenn man aus diesem Kostüm heraus sich windet, wird natürlich nachher eine normale Person über und hat nichts mehr mit Star Wars was zu tun. Aber solche Sachen können natürlich bei uns bestellt werden, können bei uns auch angesehen werden. So ist es ja nicht. Ne? Also, im Dezember, wenn Weihnachten losgeht, können alle sich mit Kylo Ren, mit, ja auch, Kostüme aller Art sich fotografieren lassen. Sie können auch mit Kostüme vorbeikommen in der sogenannten Star Wars Show. So, jetzt bin ich wieder normal und springe in die nächste Action mit euch. Wie gesagt, willkommen zur Show. Wie gesagt, mit oder ohne Maske. Wir machen demnächst eine große Session. Ja. Wie gesagt, diese guten Sachen hier, auch er hier, Kylo, werden in Amerika hergestellt. Bei Wicked Armor. Auch diese gute, erstklassige Maske eines Sith Lords wurde in Amerika hergestellt. Damit man besser sprechen kann, wurde hier auch eine Sprecheinheit eingesetzt, um zum Beispiel verzerrt sprechen zu können. Alle sind total und recht herzlich zur Show eingeladen, alle Zuschauer bei Facebook, vor allen Dingen im YouTube-Kanal. Ja, YouTube-Kanal, ganz neu, ARD, ZDF hat es ja mal erfunden, jetzt 1.10. und im Jahr 2017 wird das Fernsehen ja eh wieder neu erfunden. Wie gesagt, die Masken sind bei uns Sith Lords, wie gesagt, auch Jedi werden sicherlich kommen. Wir arbeiten dran, dass einige solche Figuren hier stehen werden. Wie man da hinten eine Silhouette sieht, das ist Reven, hier ist Kylo Ren, 1:1 in meiner Größe. Haben wir natürlich auch als Figur da. Ja. So, die Show beginnt erst im Jahre 2017 und jetzt bereiten wir alles so ein bisschen vor. Wir haben natürlich die neuen Figuren hier von Erwachen der Macht, Rogue One und natürlich aus 7 bzw. 4 bis 6. 7 Rogue One, 1 bis 3 kommt auch. Ist aber noch nicht eingetroffen, stellen wir demnächst vor. Ja, so eine Maske
werden hergestellt bei Wicked Armor und das sind so die Masken, die auch bei den Ritter von Rain. Ne? Ritter von Rain, Kylo Rain. Together we will destroy the Resistance and the Last Jedi. Ja. Wie gesagt, wir haben eine Menge vor und jetzt, dadurch kurz und bündig, zur Star Wars Show Deutsch. Willkommen in der Kulisse. Willkommen bei Star Wars. Star Wars, die Legende. Star Wars lebt ewig. Auch wenn Han Solo schon verstorben durch Kylo Ren. Wir sagen dazu, Star Wars lebt ewig. Jin, whatever I do. I do it to protect you. So you understand? I understand. You want to get out of here? Our rebellion is all that remains to push back the Empire. State your name for the record. Jin Erso. Forgery of Imperial documents. Possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? When was the last time you were in contact with your father? What is this? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. That we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. Our rebellion is all that remains to push back the Empire. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. This is our chance to make a real difference. It appears he is critical to the development of a super weapon. A call sign. It's Rogue. Rogue One. May the Force be with us. They have no idea we're coming. Take hold of this moment. Are you with me? All the way. Natürlich arbeiten wir daran, an dieser sogenannten Show, Deutsch,
weil in Englisch The Star Wars Show gibt es und die wollen natürlich etwas verkaufen. Sie ist ins Leben gerufen worden, The Star Wars Show in Englisch, To the Rebels. Rebels ist die andere Sache. Viele kennen sich gar nicht aus und darum haben wir uns ausgedacht, wir wollen darüber sprechen, wir wollen es zeigen, wir wollen über Kylo Ren sprechen, wir wollen auch über Reven sprechen, also Old Republic. Wir wollen natürlich auch über die Maske, die ich gerade getragen und die Kluft, die ich kurz getragen, kurz. Wie gesagt, die Show beginnt ja noch gar nicht. Die Show ist ja noch gar nicht am Leben. Die Show lebt nämlich mit euch. Ja, und da sind wir. Wir laden alle total recht herzlich ein zur Star Wars Show und alle, die die Star Wars mögen, die Figuren mögen, die Story mögen, die Sachen mögen, ja, mal eben in so ein Cosplay-Kostüm hineinspringen, um daraus ein Kostüm zu machen. Jeder weiß, am besten mit drei Leuten, und jeder erkennt, wenn er in ein Cosplay-Kostüm springt, dass er mindestens drei Leute braucht, die ihn schminken, die ihn anziehen und in Form setzen. So mal eben alleine in so ein Kostüm springen. Jeder, der einen Stormtrooper darstellt, weiß ganz genau, was er braucht und wie lange er braucht, um ein Stormtrooper zu sein. 2017, weil wir wollen erst im Jahre 2017 damit anfangen. Wir haben jetzt zwar das Erwachen der Macht, ja, das Erwachen der Macht erlebt. Wir haben die ganzen Schauspieler gesehen, wir haben die neuen Stormtrooper, Flametrooper gesehen und so weiter. Wir haben den neuen Captain gesehen, den sogenannten Blechkameraden, wenn ich das mal so böse sagen darf. Mir persönlich gefällt mir Rogue One, weil das sind ganz normale. Und der neue Stormtrooper, also sind ja nicht neu, komischerweise. Halt eine andere Garnison. Ne? Die Klon-Trooper. Dann die berühmte Szene. Das gehört ja jetzt alles zu Rogue One. Auf eine Art gehört das alles zu Rogue One. Wir werden Darth Vader erleben. Wir werden Darth Vader erleben und wir wissen nicht, wie wir ihn erleben werden. Jedes Kind träumt vom Falken. Dieser Falke ist jetzt auch aus dem Jahre 2015. Jeder, der am Schaufenster vorbeigeht, sieht natürlich den Falken von 1979. Aber dieser Falke hier kann ja eine Menge und ist ja auch eine Menge drin. Wir empfehlen diesen natürlich zu Weihnachten. Eine weihnachtliche Sendung machen wir auch. Das ist jetzt hier nur so eine Ankündigung, denn bald ist ja Weihnachten, bald kommt Rogue One und wir werden dann Darth Vader erleben. Natürlich ist ein anderer Darth Vader, ein Darsteller, der Galaxy gesehen hat, hat auch den Schauspieler gesehen. Ich werde mächtiger werden, als je ein Jedi zu träumen gewagt hat. Korrekt. Auf eine Art ist er ja ziemlich mächtig geworden, der Anakin. Keine Worte. Ja, so ist das nun mal, wenn die Sachen fallen. Wie gesagt, ihr seid in einer sogenannten Kulisse, begehbaren Kulisse, die sich verändern wird, die wächst. Wir haben uns gedacht, im Jahre 2015 ist Star Wars erwacht, ganz neu erwacht. Han Solo verstorben, Kylo Ren ist neu, der Bösewicht. Bei 8 sieht er schon ein bisschen dramaturgisch aus, weil er ja jetzt hier den Lasereinschnitt hat und dann schätzungsweise auch ein bisschen repariert wurde, weil er den Einschuss hatte von Chewbaccas Armbrust. Ja, also wie gesagt, ihr seid alle total recht herzlich willkommen zur Diskussion. Wir haben eine Menge vor und ja, wer mitmachen möchte, ist okay. Es müssen nicht unbedingt die Superstars, es müssen nicht unbedingt die Schauspieler, die ich so eben genannt oder öfters genannt, die auch schon hier waren. Nein, ihr Zuschauer, ihr Spezialisten, ihr Cosplay-Träger, wir machen eine Menge. Ihr könnt ja auch eine Menge machen selbst.
Wir haben alles für euch da. Blue Room, Green Room. Wir können da, wir bieten an, super tolle Fotos bieten wir euch an. Mit euren Stars und Sternen. Auch ihr selber könnt hier in eurer Kluft abgelichtet werden. Wir können euch auch natürlich in so einen Film mit einarbeiten. Ihr könnt also in so einem Film mitmachen. Dazu laden wir euch natürlich total und recht herzlich ein zur Show Star Wars Show Deutsch. Is that thing talking to us? Looks like it's malfunctioning. You go first. I'll keep you covered. Out of the way, servant! You are not permitted on these floors. I have told you, people, restrict your movements to the kitchen. Yes, sir. Sorry, sir. Just a moment. Guards, bring her here. May I see that? I'm a visitor to your world. It occurs to me it might be beneficial to hear what you have to say about our imperial occupation. I don't think I could be of any help to you. No, I disagree. Bring her to your office for questioning. Habt ihr mich wieder erwischt bei der Dekoration? Ja, ich bin gerade dabei, die Sendung Star Wars, die Show Deutsch vorzubereiten. Und dazu lade ich natürlich alle ein. Diese Figur wird hier auch gleich wieder neu bekleidet. Ihr habt gesehen, wir haben natürlich auch Cosplay-Sachen da. Auch ich selbst trage Cosplay-Sachen. Hier seitlich zu sehen, The Reven. Die Sachen werden auf meine Körperstatur hergestellt. Und wer meine Körperstatur hat, und wie ihr seht, auch anhand der Figuren bzw. Puppen, 1:1 Figuren, die hier stehen, sind die natürlich dennoch auf meinen Körper, Größe 1,83 und so weiter, zugeschnitten. Passen aber trotzdem einige rein. Wir bieten also Foto, wir bieten Film und wir bieten euch diese Show bei YouTube. Kanal. Der YouTube-Kanal noch einmal, aber wirklich zum allerletzten Mal für die, die halt nicht wissen, worum es geht, vor allen Dingen die Kunden und Zuschauer Generation 55 plus und Generation 65 plus. ZDF ARD haben zwei Sender eingestellt und haben jetzt eine sogenannte 12 plus aufwärts Funk. Ja, Funk erfunden, weil könnt ihr auch nachlesen, worum es bei Funk geht. Formate. Es gibt da ganz viele Formate für die Jugend und wir wollen natürlich für die Jugend auch so ein Format über Star Wars, Filmfiguren und Theater ins Leben rufen im Jahre 2017. Im Moment mache ich die Moderation und setze mich ein für diese Sendung, wo jeder mitmachen kann. Er muss nur Bescheid sagen, viele Kunden kommen ja rein, sie können mitmachen, sie sagen Bescheid, dann machen wir es. Und an die Jugendlichen, an wir wollen für euch das machen ab 14 bis 24. Natürlich wollen wir unsere Sendung aber so generieren, dass 0 bis 00, dass also jeder irgendwas davon hat, der Filmfiguren mag, der hier Filmfiguren mag, wie Storm Lady, ihr wisst schon von Marvel. So, aber wir haben ja auch diesbezüglich den Star Wars Fan Club, ne? Film, Star Wars Film Fanclub, wo alles nur über Star Wars von 0 bis 0, nur also von allem, von Old Republic über Old Republic zu hin zu einem Film. Wir müssen ja alles ein bisschen trennen, weil der Film, die Story des Films ist eine andere, weil George Lucas hat eine andere Story erfunden, wie jetzt hier The Universe. Star Wars Universe sieht anders aus,
wie Star Wars erfunden für den Film. Niemals vergessen, für die so am Rande mal hier reinschauen. Ihr seid total recht herzlich willkommen in der Show. Wir machen Fernsehen schon seit langer Zeit. Wir sind online. Dieses Online-Fernsehen-Sondersender NRW TV gibt es schon seit 1995. Und wir drehen natürlich viele Filme, Mädchen ohne Hände. Und die Sommershow, das Musical, ach, wir haben so viele Sachen schon gemacht. Und jetzt bleiben wir aber bei Star Wars. Wenn man über 40 Jahre involviert ist, 40 Jahre involviert, und für diese 40 Jahre einen Original-Filmschnipsel geschenkt bekommt, als Dankeschön, ist das schon eine schöne Sache. Aber die Zeiten sind nun mal vorbei. Star Wars ist verkauft. Star Wars wird erneuert. Star Wars wird neu. J.J. Abrams sagte deutlich, oh ja, jetzt können wir alles machen. Viele Regisseure aus Hollywood wollen jetzt bei Star Wars einsteigen. Wir wissen ja, Rogue One war der Regisseur für Godzilla und so weiter, der jetzt halt Rogue One gemacht hat. So, J.J. Abrams ist an sich ein Star Trekker, ja, ein Sci-Fi, ne? 2015, beim ersten Film. Die junge Frau saß neben mir und dann sagte die, wie, machte JJ alles? Es kam ein großer Auftakt, Star Trek, der neue Film, der 2016 dann im Sommer gelaufen war, der dann im Dezember auf Blu-ray dann zu kaufen ist. Ja, und dann auf einmal kam ganz groß JJ Abrams und dann stand unten drunter Lucasfilm und dann kam The Awaken, die Macht erwacht. Ja, also man merkt, Fox ist weg, die Eingefleischten mögen das alles nicht, die sind ja ein bisschen radikal. Also wir machen keine Sendung für die Radikalen, wir machen die Sendung für die Normalen, völlig Normalen, die sich informieren möchten, die sich über Film, Figuren, Theater, also sich informieren möchten, die sich über die Figuren informieren möchten, die halt über solche, wer ist denn jetzt Reven, wer ist denn jetzt Kylo Ren, wer ist denn Darth Maul und so weiter und so fort. Die Letztgenannten werden natürlich bekannt sein. Aber es gibt natürlich welche, wie die Sith Lords, die Reigns, die Ritter von Rain, die kennt keiner. Ja? Wir wollen euch die Kostüme zeigen. Wir wollen über die Kostüme sprechen. Wir laden euch total und recht herzlich ein, dabei zu sein, als Gäste. Wir laden euch total und recht herzlich ein, mit euren Kostümen vorbeizukommen. Ja? Ja, wer also diesen YouTube-Kanal entdecken sollte, und jetzt auf einmal fragt, ja, was redet er denn da? Ja, was redet er denn da? Er lädt euch ein. Wer ist denn er? AWR Movie. Ja, Videojournalismus seit 1979. Vor der Kamera seit 1966. Sagt alles. Für die Generation 55 plus, für die Generation 65 plus machen wir dennoch Filme für ab 12 plus und für Leute, die wirklich Lust haben, richtig Lust haben, vor die Kamera zu treten. Ihr Hobby uns bei laufender Kamera in der Show zu erklären. Sie wollen ihr Hobby euch darbieten, Star Wars ever, Film, Figuren und Theater, auch Trekkies sind genannt, auch Marvel-Freunde sind genannt. Wir werden im Jahre 2017 die Show sicherlich nicht nur auf Star Wars, vielleicht machen wir zwei Shows, nur Star Wars und nur Filmfiguren und Theater. Und dazu werden jetzt diverse Videoclips hier gemacht, die auch hier vor Ort laufen. Die hier vor Ort laufen sie ohne Ton wegen GEMA. Deutschland ist ja ein bisschen geldverrückt. Alles muss bezahlt werden, alles kostet Geld. Da sind wir beim Kernthema. Natürlich bezahlen wir auch alles. Wer mitmacht oder wer mitmachen will, ja, der macht mit. Und dann haben wir 2017 vielleicht eine tolle Show. Wer weiß. So, jetzt mache ich mich weg hier, weil ich habe noch genügend zu tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show.